Es geht weiter mit komischen wilden Pokémon, die wie Items aussehen. Aber diesmal war es wirklich ein Item. Soviel ich weiß, macht das Superfang das so, dass der Gegner nur noch halb so viele Striche hat. Ja, tatsächlich. Hatte ich sogar schon einmal. Keine Ahnung, was zum Teufel das ist. Was, das gilt denn noch nicht mal? Ist ja schlecht. Haben wir geschafft. Ach komm, das Jüngste will endlich mal wieder eine neue Fähigkeit haben. Hier ist wieder ein Item. Das ist auch tatsächlich eins. Und wenn ich es richtig sehe, dann ist das nämlich Vollsuppe. Und wahrscheinlich kriegt man das nur einmal. Vielleicht soll ich mir das für irgendwelche nervigen Elite vor aufheben. Egal, auf jeden Fall werden jetzt Striche geholt. Das Jüngste hätte ich gerne mal wieder eine neue Fähigkeit. Eigentlich ist das doch Type Psychic, aber es kriegt überhaupt keine entsprechenden Moves. Sondern nur Type Ice. Was zwar auch ganz gut ist, aber ich hätte mal gerne einen richtig guten Type Psychic Move. Egal, dann geht es halt hier noch weiter. Ja, so nervig. Killt den bestimmt wieder nicht sofort. Na doch. Ich muss schon wieder raten, wo zum Teufel das lang geht. Na klar, natürlich will ich ein TM für Harden. Sicher doch.
Das ist nämlich so viel brechend. Also irgendwie muss man da rechts reinkommen. Bloß wie? Natürlich wieder so ein Ershi. Geht der Unsinn schon wieder los. Also mit Hype normal macht das Jüngste wirklich mal überhaupt keinen Schaden. Muss ich ja sogar Type Eis nehmen. Das nervt ja. Wieder zwei auf einmal. Komisch, total so viel ich weiß, hätte ich das nämlich später in Jüngst verwandelt, wenn ich es geholt hätte. Hey, ist das schlecht, ey? Ja, aber das Jüngst hat den Gegner fertig gemacht. Zumindest einen von denen. Ist das ein Lushi? Und jetzt darf mein Jüngst auch noch gegen sich selber kämpfen, sozusagen. Also gegen eine schwächere Version von sich selbst. Natürlich ist das nicht sehr effektiv. Mal sehen, ob der Deogong jetzt ein Item einsetzen kann. Glück, ja, der andere Angriff ja trotzdem ausgeführt. Und bumm. Obwohl es nicht sehr effektiv ist. Aber ja, habe ich schon einen Masterball. Hä? Keine Ahnung. Was zum Teufel das für einer ist, ich... Hä? Moment mal, das ist ja gecheatet. Das führt mich gar nicht dahin zurück. Man muss jetzt also gegen den Boss kämpfen, wahrscheinlich. Der sieht ja schrecklich aus. Natürlich. Soll's gefälligst treffen? Und zwar jetzt? Natürlich. Das Einschläfern taugt ja gar nichts. Ja,
Hab ich geschafft! Das Komische. Was hab ich das bräucht? Es wird das Jüngst einmal was Neues kriegen und dann ist es sowas Schlechtes. Kann ich einfach mal Confusion oder so irgendwas kriegen? Das wäre so toll. Ja, dafür hat das Jüngst aber schon wieder ein Level geschafft. So ein 100 Special Attack. Ach, das war gar nicht der Boss. Na toll. Die Frage ist jetzt natürlich schon wieder, wo zum Teufel geht's lang? Ich kann ja nicht unter Wasser gehen. So viel ich weiß, bräuchte man dafür einen HM-Dive, das man natürlich nicht hat. Wirklich nicht. Ein Waterfall habe ich auch nicht. Egal, ich mache hier mal wieder Platz. Tja. Jetzt darf ich mal wieder rumrätseln. Da sind jetzt tatsächlich die Ashi-Misis verschwunden. Das heißt also, die sind jetzt irgendwo anders. Hier irgendwie an das verdammte Wasser rankommen. Natürlich kann man hier wieder kein Schiff benutzen. Jetzt nur rumprobieren, ob man irgendwie durchs Wasser kann. Hey, ja gell? Natürlich kann man das nämlich mal wieder nicht. Vollkommen Absicht, dass es dann nicht nach rechts weitergeht. Dann geht es ja gar nicht.
muss irgendwie rauskommen auf diesen verdammten Ozean. Das sind überall Barrikaden, die das verhindern. Teufel! Da geht's doch nirgends durch. Oder geht's hier etwa noch rechts weiter? Kann ich mir kaum vorstellen. Na, anscheinend aber irgendwie auf einmal doch. Weil gegen diese Erschieße habe ich noch nicht gekämpft. Das bringt dem ja ganz viel. Das sieht eigentlich total gefährlich aus. Der Nerver. Da wäre das den aber gekillt. Das Problem ist nur, der Vibrator, der hätte normalerweise mit 47 oder so, oder nee, vielleicht war das auch erst 57, jedenfalls irgendwann später, Hyperbeam gekriegt und jetzt ist er aber nicht mehr der normale Vibrator, sondern ein Flügon, was auch immer das bedeuten soll. Der wird es nämlich wahrscheinlich erstmal nicht kriegen, sondern der muss dann viel länger warten. Was macht eigentlich dem sein Item, frage ich mich. Der ist Ground und Dragon. Hat aber keinen einzigen Ground-Type-Move. Ist ja nervig. Egal, es geht hier jedenfalls weiter. Das ist ja riesig. Da können dann natürlich wieder alle möglichen Schwimmnervköpfe kommen. Wobei zum Glück ist meins ja dagegen resistent.
Frage mich, ob das Jürgens auch irgendwann Aurora Beam lernen kann. Paul versuche ich es gar nicht erst, weil es ja gar nichts abzieht. Gerade so. Hä? Warum ist es hier dunkler? Ob das wohl was zu bedeuten hat? Hey, hier auch wieder. Weiß, vielleicht sind es ja einfach Orte, wo man Dive benutzen kann oder so. Natürlich wieder so ein komisches kleines Baby. Oder wohl auf so eine Idee gekommen ist, dass man gegen Babys kämpfen muss. Ist ja nervig. Ich könnte sogar so komisch sein und auf meinen eigenen losgehen. Wäre natürlich sowas von sinnvoll. Hör, das gilt dir noch nicht mal. Ey, nee. Ja, aber dafür hat das jüngste Level gesagt, weil es nämlich super ist. So, jetzt gibt's aber einen Doppelangriff, du alter Nerver. Nicht super effektiv. Hätte es eigentlich sein sollen. Na klar. So, das ist das Jüngste natürlich gelähmt. Ist ja klasse. Gerade mal Level 10. Dann ändert das ja voll viel. Ist das Bound schlecht? Warum versuche ich denn hier überhaupt zu kämpfen, frage ich mich. Ist ja voll die Verschwendung. Hier. Ist ja voll riesig. Ich will doch einfach nur die Erbsen haben.
sogar relativ viel, obwohl es so ein niedriges Level gehabt hat. Hä? Das bringt's ja. Es sei denn, da ist ein unsichtbares Item, das ich nicht sehe. Der Itemfinder hat noch kein einziges Mal funktioniert. Und hier? Hurra! Ob man dafür dann wohl das HM Dive kriegt? Das man mit Sicherheit brauchen wird? Bei dem man Glück haben muss, dass man überhaupt was hat, das es benutzen kann? Hier kommt jetzt eine Stadt anscheinend. Was ist das denn für eine komische Stadt? Hehehehe, ja, geht's wohl zum Glück, kann das holen. Also ich schätze mal, das wäre jedenfalls besser als Tackle. Tackle hat ja Power 35 und trifft noch nicht mal immer. Und dieses Brick Break, und das hat aber nur 15 Money. Aber es hat immerhin 75 Power und trifft automatisch. Ich hoffe einfach mal, dass es was bringt. Kommt hier also eine ganz komische Stadt, in der ich noch nie war. Und was das jetzt ist? Oh. Schön leeres Haus. Wie das mit der Secret Base funktionieren soll, weiß ich immer noch nicht. Ach, das war dieses Komisch-Gym, von dem ich gelesen habe, dass da ein Doppel-Gym-Leader am Ende kommen soll. Und dass dieser Doppel-Gym-Leader auch total fiesi-miesi sein soll. Hä? Wo zum Teufel bin ich denn hier gelandet? Toll.
der wieder? Team sowieso schon vollständig ist, brauche ich das jetzt natürlich nicht mehr. Da kommen jetzt wahrscheinlich die gegnerischen Erschimisis überall. Was komisch ist. Ja, ich erwarte, dass das Gegnerteam hier rumhängt. Ja, toll, ist das alles, was es hier gibt? Natürlich! Ich hab schon gedacht, er wird da nicht durch die Grafik durchkommen. Was ja auch öfters mal der Fall ist. Egal, auf jeden Fall ist hier ein Gym und das will ich jetzt mal zuerst versuchen. Vielleicht habe ich eine Chance gegen den Gegner. Toll, es ist wieder so ein Rätsel. Komisch, Metronom. Das hat den ja sogar schon gekillt. Okay, levelt. Ja, so langsam hat mein Jungs dann wirklich mal das restliche Team aufgeholt.
Das ist ja allerdings so ganz komisch. Hier kommen da viele kleine Nervköpfe. Ich will mal Powder Snow einsetzen. Ich hoffe mal, dass das nur die Gegner trifft. Ich aber nicht so wirklich viel. Hä, was ist denn schneller? Egal, ist er trotzdem weg. Jetzt kommen die einzeln, oder was? Wahrscheinlich kommt es drauf an, welchen Weg man nimmt, oder so. Ein Katzenhund. Wir haben alles nur so bauen wieder ausprobieren. Ja, es hat den Gegner sogar ausnahmsweise mal gekillt. Sich in alles Mögliche verwandeln kann, wenn man selber hat. Wo aber niemand auswendig weiß, in was es sich jeweils verwandelt wird. Je nachdem, was man so tut. Hab ich geschafft. Die Defense ist bei dem Jungs einfach mal viel zu schlecht. Natürlich. Das ist ja mal umständlich, ey. Kommen da viele Nervköpfe überall. Komischen alten Opas. Such nochmal Powder Snow. Im Turf müsste er gegen den Steintyp super effektiv sein. Was spielt denn sogar? Keine Ahnung, was das gemacht hat.
kommt man da noch nicht mal weiter? Jetzt? Aus dem Weg! Das killt mich jetzt wahrscheinlich. Auch nicht. Natürlich. Soll es gefälligst treffen? Dann hätte ich das Vieh ja gar nicht einschläfern müssen. Level geschafft! Boah, das Jüngste ist schon Level 40. Dabei hat es mit Level 7 gestartet. Stehen ja ständig diese Nervköpfe im Weg rum. Ach, da kommt der Boss. Bevor ich den bekämpfe, will ich aber Striche holen gehen. Nach dem Boss beende ich das Video dann wahrscheinlich einfach. Natürlich kann man da nicht einfach wieder zurück. Die Ashes habe ich ja noch gar nicht bekämpft. Gerade so. Das müsste ich jetzt killen. Langriff. Der Flügon hat mal wieder ein Level geschafft. Boah, der hat voll die Superstats eigentlich. Ich bin noch da und das? War ich hier schon? Hä?
Es wird hier so ganz umständlich, dass man das alles nochmal machen darf. Ey, umständlicher geht's nicht mehr. Was speichert sich der Status von den Teilen aber auch nicht? Das ist ja mal wieder typisch. Ach, komm schon. Ey. Wer kommt denn auf so eine Idee? Vor allem, dass man hier drin nicht rennen kann. Ich muss doch jeder nervig finden. Lass mich doch gefälligst einfach rennen, wenn ich Lust dazu habe. Na egal, hier kommt jedenfalls ein Doppel-Endboss. Natürlich. Unbesiegbarer Type Steel, der überhaupt keine Schwachstellen hat. Ist ja toll. Natürlich ist er resistent dagegen. Oh nein, das Gegnerteam zeigt's mir. Ich könnte ja mal Brick Break versuchen. Aber wahrscheinlich bringt das überhaupt nichts. Ist das schlecht, ey? Ey, nee. Ach, das Brick Break ist sogar relativ gut anscheinend. Mein Giftwolkentyp ist auch schon wieder am Verlieren. So, und der Explodiertyp hat auch noch viel zu viel. Dieser Nerver, kann der nicht auf den anderen losgehen? Und dann mal der. Na toll. Egal, er kommt jedenfalls vor die Bodenattacke. Und auch nochmal Surf. Der Gegner ist durch die Bodenattacke schon mal weggemacht. Und der andere auch, obwohl der eigentlich auch schwebt. Mal sehen, was jetzt komisches kommt. Devil Gong. Den ich auch immer ein Beamer. Und sowas komisches. Na egal, jetzt kommt jedenfalls nochmal eine Bodenattacke und da das Surf ja anscheinend nichts bringt, kommt ein Psy-Beam. So viel ich weiß, bedeutet das, dass der Gegner keine Statuseffekte kriegt oder so. Keine Ahnung, warum zum Teufel der Marienkäfer gegen die Bodenattacke immun ist. Egal, dann kommt halt mal Ancient Power. Ich versuch mal noch Rock Slide. Vielleicht macht das ja was. Um.
Ja, Glück gehabt. Und tschüss. Ganz komisch. Egal, auf jeden Fall ist der Doppel-Endboss jetzt erledigt. Ich freue mich auf das Extreme Speed. Irgendwas bringt, aber so viel ich weiß, hatte ich das sogar schon. Jetzt habe ich es halt doppelt. Oh. Und es wird dann irgendwann mal weitergehen. Aber wahrscheinlich nicht dort. Mit der Suche nach dem HM Dive. Man sieht sich also.